Wie geht's eigentlich meinem YouTube-Channel? Da war ich jetzt schon eine Weile nicht mehr drauf. Hey, fick dich, Tür. Moment mal. Wann war mein letztes Video? 21.8. Und wir haben jetzt den 2.9. Ach du heilige Scheiße, das geht ja mal gar nicht, Junge. Oh mein Gott! Ich muss mal wieder ein Video machen, leck mich am Arsch. Oh, mal schnell gucken. Yandere Dev, hier, so. Aha! September Progress Report. Aha. Ah, aber ein neuer Bild. Okay, dann geht's jetzt los, Junge. Meine Güte. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Yandere Simulator. Es ist in letzter Zeit ja eigentlich recht viel passiert in meinem Leben und ich denke, ich erzähle einfach dann mal ein bisschen. Ja, erstmal besser nehmen, ne? Also was gab's denn so bei mir in letzter Zeit? Und zwar war ich damit beschäftigt, ja, damit andere Sachen zu spielen. Ich habe mir Deus Ex gekauft, das neue Deus Ex auf eBay für 35 Euro oder so, Hälfte vom Einkaufspreis auf Steam, da war ich sehr glücklich mit. Und ich habe auch Aion gespielt, Aura Kingdom, sehr viel G-Mod, was ich eigentlich mal aufnehmen wollte, aber immer dann gab es eigentlich nie was Gutes zu zeigen, weshalb ich es dann doch gelassen habe. Und ja, ich habe in der Zeit ein Mädchen kennengelernt. Hallo. Und mit der bin ich jetzt tatsächlich auch zusammen. Und das freut mich sehr. Es ist ein tolles Mädchen, die eigentlich genau meinem Geschmack entspricht. Und ich danke Allah und Gott und dem fliegenden Spaghetti-Monster sowie meiner Mutter, dass dies geschehen ist. Ich danke meiner Mutter dafür, dass sie mich auf die Welt gebracht hat. Das ist gerade so dumm, was ich laber, egal. Ich bin auf jeden Fall, also wirklich. Es läuft so flüssig ohne Schatten. Also, Yandere, der hat ja jetzt eine neue Option rausgebracht, wo man die Schatten disablen kann. Und es läuft so flüssig. Flüssiger wie Dünches. Was? 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 Ich habe gar nichts gemacht. Was ist jetzt los? Junge! Ich kann nichts machen. Hallo? Hey, was läuft? Das sind meine Schuhe. What are those? Oh man. Ich will die Kamera rausholen. Every day I'm shuffling. Okay. Kamera. Okay. Ich habe wohl irgendwie alt gedrückt. Wie, weiß ich nicht. So. Ja, auf jeden Fall, das ist zurzeit zu meinem Leben passiert. Ich hatte deswegen nicht wirklich Zeit, was aufzunehmen. Ich wollte die ganze Zeit was aufnehmen, aber wollte nicht ein altes Bild aufnehmen. Deswegen erkläre ich jetzt, was es hier so Neues gibt in Yandere Simulator. Und zwar sind die ersten Vorbereitungen getroffen worden zu dem Interessensystem, das jetzt bald reinkommen wird. Hier, New Topic, New Topic. Ich habe jetzt also hier zu den Gesprächen von den Mädchen zugehört. Jetzt gehe ich hier zu den Jungs. Boah, geil, die reden über Pornos und über Titten und wie man Frauen abschleppt, zumindest hier in Deutschland. So, dann mache ich ein Foto von dem. Save das. Ah, nein, jetzt muss ich senden. Ich will doch kein. Ich muss doch nicht. Bäh. So. Es sieht noch korrekt aus. Hier, Emo-Boy. Ja, und ich schaue hoch. Ja, ich schaue zurzeit so ein bisschen Anime. Zum Beispiel Spice and Wolf. Ich habe Ghost in the Shell angesehen. Ich wollte auch eine Review machen zur Open Beta von Ghost in the Shell Standalone Complex First Assault Online. Habe auch den Text schon fertig geschrieben, wollte ihn gestern einsprechen, aber habe mich so oft versprochen, da habe ich mir gedacht, nee, komm, scheiß drauf. Das ist mir jetzt scheißegal. Mach ich jetzt nicht. So, du. Ja. Hä? Hallo. So. Geil, Alter. Jetzt gucke ich mal so auf dem Handy, nicht Favors, dann kriegen wir wieder Angst. Student Info. Haben wir die hier? Dann drücke ich R, dann sind wir jetzt in den Interests. Okay.
Das Mädel mag wohl nicht den Okkultclub. Musik wissen wir nicht. Und das ist jetzt hier ein komplettes Topic-Rad und ja. Das lässt natürlich ziemlich viel Freiraum nach oben und ich freue mich da auch schon drauf, dass das weiter ausgearbeitet wird. Ja. Das ist jetzt etwas, das neu hinzukommt. So, es soll anscheinend auch ein neues... Warte mal, das ist so witzig mit dem Ding. Es soll anscheinend auch ein neues Easter Egg geben. Oben bei der Schildkröte. Ich weiß jetzt aber nicht genau, was. Gucken wir mal. Hallo, Schildkröte. Ich wüsste nicht, was jetzt hier... Naja. Aber ich zeige euch mal was. So. Ja gut, da brauchen wir aber wohl mehr. Ich finde es so witzig, dass das geht. Durch die Macht des Neptun! Durch die Macht des Mondes! Oh, warte, da fällt mir was ein. Ach ja, schön. Aber da gibt es natürlich noch etwas, was man tun kann. Das ist nämlich eigentlich das, was ich in dem Angry German Kid Video machen wollte. Ich werde dich abstoßen! Hua! Mit einem Bleistift! Eigentlich wollte ich es so in diese Richtung machen, aber gut. So, Forgive Sins. Summon Victim. Ja, perfekt. Mein Gott, wer hat das ganze Ketchup hier fallen lassen? Nun gut, aber... also ich persönlich wüsste jetzt nicht, was hier noch eingefügt werden sollte. Also ich... warte mal. Guck mal, Kätzchen, ich hab dir ein Torso mitgebracht. Na? Na? Magst du das nicht? Hm? Magst du das nicht? Doch, du magst das, oder? Ja, das hab ich mir gedacht. Du bist Evil Kitten. Ach, du bist so süß. Shit Content seit 2013. Hey Leute, hey. What? Huh? Huh? Not going down without a fight. Yeah, that's what I thought. Coward. Scram, loser. Ich mochte doch nur Katz. Scram.
Jo. Viel von Yandere Sim kann ich jetzt eigentlich nicht mehr zeigen, denn es gibt halt einfach nicht so viel Content, was jetzt reingekommen ist. Bald kommt das Rival-Video oder das Rival-Introduction-Video von Yandere Dev. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und ansonsten, ja. Ich überlege mal, was ich für Videos machen kann in der Zukunft. Also, wie gesagt, das Ghost in the Shell First Assault Online Review möchte ich auf jeden Fall machen. Da hatte ich gestern dann nur noch keinen Bock zu. Und ansonsten, ja. Bin ich vermutlich auch erstmal in nächster Zeit mit ein paar anderen Dingen beschäftigt. Ich habe so viel, was ich einfach zocken will. Und jetzt habe ich dann auch wieder eine Freundin, die nimmt natürlich dann auch Zeit weg. Und ja, da gehen die Videos leider ein bisschen unter. Das tut mir dann dementsprechend leid. Gut, auf jeden Fall, ich wünsche euch viel Spaß noch und einen schönen Tag und eine schöne Woche und ein schönes Leben und ja, alles, was ihr wollt, mit viel Scheiße. Da sieht man sich beim nächsten Video. Bis dann.